Jo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Der König der Löwen. Wir haben ja hier letztens in Level 5 aufgehört gehabt und ja, ich entschuldige mich nochmal, dass ich mich im zweiten Part mich so dumm angestellt habe und naja, da war ja auch noch die Störung von meinem Antivirus-Programm, also dafür entschuldige ich mich auch nochmal. Und ich habe mir das gestern auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Ich werde jetzt ab sofort, weil ich ja jetzt weiß, dass die Level an sich jetzt bei der König der Löwen etwas anspruchsvoller werden, werde ich jetzt nur noch drei Level statt vier aufnehmen, ne? Also ich werde dieses Level euch jetzt komplett zeigen, dann das nächste und das übernächste und dann höre ich auch erstmal auf. Die Aufnahmen werden an sich zwar kurz werden, aber naja, so ist es für mich besser mit der Aufteilung her. Ich hoffe, ihr könnt damit zufrieden sein. Und wir sind jetzt in Simpas Exil. Und das Gemeine an diesem Level ist, dass, ja, genau die Steine, wo wir sind, dann eine gewisse Zeit auch runterfallen. Was auch richtig fies ist. Und irgendwo hier. Nein, nicht da. Da sind Dornen, die tun weh. Wow, das war knapp. Aua, das war doof. Oh Gott. Stachelschwein. Ne, hier ist nix. Hier sind Hirschkäfer. Genau, hier ist das. Aber ich zeige euch trotzdem mal kurz, das ist hier eine Todesfalle. Weil hier müsste man. Nein, das war der falsche Knopf. Hier müsste man nämlich hier das Stachelschwein töten. Und das kann man überhaupt gar nicht schaffen. Ah, jetzt habe ich. Shit. Ja, muss die Rückspultaste benutzen. Weil hier ist der richtige Weg. Warum die den Geheimversteck jetzt, versteckt haben, das. Oder. Das hier versteckt haben, das finde ich auch eine Frechheit irgendwie. Nein, das war falsch. Oder nein, nicht falsch. Aber halt nicht richtig angewandt. So, jetzt aber. So. Und jetzt geht's hier natürlich auch ganz normal weiter. Hier müssen wir aufpassen auf die Dornen. Anlauf nehmen und springen, genau. Hier auch. Und wir sind auch schon an sich gleich durch mit dem Level hier. Oh Gott, jetzt müssen. Nein, das war Kacke. Okay. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen sprengen. Und zwar richtig. Ja, genau das. Meine ich halt. Fick dich, Spiel. Fick dich! Boah, mein Gott, ey. Ich hasse das wie die Pest, das Level. Okay, Kontrollpunkt. Ah ja, jetzt kommen auch viele Stachelschweine. Das ist doof. Boah, Vorsicht. Ach, ich springe einfach drüber, wenn ich es kann. Nee, scheiße. Gott, sind hier viele Stachelschweine. Wenn jetzt die Steine hier nicht wären, ne? Die plötzlich von oben erscheinen. Dann wäre es hier ein bisschen angenehmer, aber nein. Es muss ja so fies sein. Nix da. Ah, Vorsicht. So, ich glaube, das ist das letzte Stachelschwein. Ja, toll. Ja, flieg in den Tod. So. Gott, ey. Das war gerade knapp. Ich habe noch auf der rechten Seite den Stein gesehen. Und da haben wir es. Uah. Wenn du zurückkommst, töten wir dich. Und wir können wieder Pumba spielen. Yay. Mal gucken, wie viel ich jetzt schaffe.
Ja, sieht vernünftig aus. Oh, One-Up, cool. Danke, Timon. Ja, sieht gut aus bis jetzt. Ach, shit, da war ich ein bisschen zu langsam. Wie viel habe ich geschafft? Oh, 22, nicht schlecht. Das muss man erstmal schaffen.